Hallo, ich bin Magdalena Kohler. Ich arbeite als Modedesignerin in Berlin, unter anderem an der Universität der Künste. Und gemeinsam mit der Berliner Produktdesignerin Hanna Wiesner, die aktuell an der Kunsthochschule Weißensee arbeitet, wurden wir von dem Kulturverein Club Solitär in Chemnitz eingeladen zu einem neuen Workshop-Format. Labor 25 von der Funkenakademie, die hoffentlich jährlich stattfinden wird. Da ging es vor allen Dingen um die Verknüpfung mit den dort ansässigen Forschungsinstituten. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren Studierende oder auch ehemalige Studierende, die sich dafür bewerben konnten. Und es ging vor allen Dingen einmal darum, entweder mit den vorhandenen Materialitäten oder auch eben direkt in Bezug auf die Kombination zwischen Kunst und Technologie oder Kunst und Industrie, dass man als Teilnehmer einen näheren Zugang zu diesen Forschungsinstituten erfährt. Für unseren Workshop Faserland konnten wir mit dem Sächsischen Textilforschungsinstitut zusammenarbeiten, kurz das STFI. Das STFI befasst sich neben der Entwicklung von textilen Flächengebilden auch unter anderem mit der Herstellung von Fließstoffen. Das kann sein aus tierischen Fasern wie Schafwolle oder pflanzlichen Fasern wie Hanf, aber auch einen großen Teil entsteht durch synthetische Chemiefasern wie PET oder Polypropylen. Und mit diesen synthetischen Textilfasern sind wir alltäglich alle umgeben, nicht zuletzt eben durch das Tragen von den Mund-Nasen-Schutzmasken, aber auch durch Feuchttücher oder Wattierungen in unseren Winterjacken. Für den Workshop hatten wir 6 verschiedene Fließmaterialien zur Verfügung und mit denen konnten die TeilnehmerInnen dann vor Ort experimentieren. Die Fließstoffe sind weder gestrickt noch gewebt oder gewirkt. Sie sind vor allen Dingen lose Fasern, die übereinander gelegt werden und durch thermische oder mechanische Herstellungsverfahren verdichtet werden zu einem flächigen Vlies. Um dies besser möglich zu machen und nicht nur auf das Material einzugehen, was wir vor Ort hatten, war es auch total wichtig, deren komplexen Herstellungsverfahren besser zu verstehen. Von dem her gab es ganz zu Beginn unseres Workshops einen sehr großen, intensiven Input zu den einzelnen individuellen Herstellungsverfahren innerhalb des Forschungsinstitutes. Und daraufhin gab es eine Experimentierrunde, wo jeder und jede intensiv mit den einzelnen verschiedenen Qualitäten arbeiten und experimentieren konnten, bevor dann jeder selber seine eigenen Fragestellungen und den eigenen Konzepten nachging. Wenn sich Künstlerinnen und Designerinnen mit solchen Forschungsthemen befassen, haben sie die Fähigkeit oder den Vorteil eigentlich gegenüber denjenigen, die in diesen Forschungsinstituten sitzen und arbeiten, dass sie viel naiver oder vor allen Dingen ohne großen Background eigentlich sich dieser Thematik annehmen können. Der Vorteil darin ist, dass sehr interessante Synergien entstehen zwischen denjenigen, die einfach das Material oder die Herstellungsverfahren sehen oder zum ersten Mal sehen und diejenigen, die eben das Wissen und die langjährige Erfahrung aus den Instituten haben. Anhand von 4 ausgewählten Arbeiten, von flächig, dreidimensional und verschiedenen Größendimensionen, möchte ich die Auseinandersetzung von Kunst und Forschung innerhalb dieses Workshops näher erläutern. Die Arbeit Simulation plus T von Katrin Steiger geht mehr in die Dreidimensionalität und beschäftigt sich mit Hausstaub. Wir sind alltäglich umgeben von Staub, kleine, leichte Partikel, die sich durch Luftströme verdichten. Im Innenraum sichtbar versammelt, mahnen die Wollmäuse zeitnah den Sauger zu schwingen. Die Arbeit Hausstaub verbindet synthetische, tote PVC-Fasern mit menschlichem Haar und gibt ihnen eine neue, scheinbar triviale Aufgabe: die Simulation von Hausstaub. Die Arbeit besteht aus 2 Elementen: die Simulation unscheinbarer Wollmäuse und Tee, ein T-Shirt, gemacht aus luftig leichtem Hausstaubvlies. Das Schöne an der Arbeit ist die entstandene einfache Schönheit des Alltäglichen, ähnlich der Fließstoffe, die in ihrer Ursprünglichkeit eher banal wirken und in dem Fall des Hausstaubs sogar eingesaugt werden. In der Arbeit Dialog von Kai Chiang-Ling geht es um das Flechten bzw. Weben als eine Technik, die sich zum Experimentieren besonders eignet.
da durch unterschiedliche Rhythmen und Materialkombinationen überraschende, unerwartete Bilder entstehen. Das fast transparente Weiß des Vlieses bildet Leere und Tiefe für den Freiraum der Fantasie, der im Experiment erhalten bleiben sollte. Mittels kleinteiliger und regelmäßiger Stickelemente versucht Kai Jiangling, der Arbeit eine leichte Dreidimensionalität zu verleihen. Zugleich weckt das Weben die Assoziation von klassischem Gewebe. Die Arbeit versucht einerseits, die reine Materialität des Fließstoffes zu zeigen, andererseits einen völlig neuen Eindruck dafür zu erschaffen. Als Bilder- oder Wanddekoration konzipiert, ist auch ein weiterer Schritt vorstellbar, wenn man anstelle des klassischen Negans die Arbeit mit leitfähigen Materialien bestickt, um Licht- und Soundeffekte oder bestimmte Funktionalitäten zu erzeugen. Es entstanden drei hängende Objekte. In der Küche wird heiß gekocht und unter Einwirkung von Hitze entstanden die Objekte Cooking Dress von Babette Sperling, die sich ebenfalls mit uns umgebenden Dingen beschäftigt. Alltägliche Küchenutensilien aus Metall, wie in diesem Fall die Mixstäbe vom Mixer, sind die Vorbildmodelle. Grob vorkonfektionierte Fließhüllen schmelzen mit Hilfe eines Heißluftföhns zu einer weichen Umhüllung und wirken nun ohne ihr Vorbildobjekt. Glatt glänzende Oberflächen werden weich, flauschig und von einer Naht geschlossen. Babette Sperling stellt somit die alltägliche Wahrnehmung von Materialitäten und Oberflächen in Frage und schafft dadurch eine neue Sensibilität. Jeder kennt den Moment in der Bahn oder im Kino, wenn man sich in den gemütlichen Sitz sitzt, den Kopf anlehnt und sich spätestens dann Gedanken darüber macht, wann das Vlies im Kopfbereich der Bahn das letzte Mal gewechselt wurde oder wer alles schon vor mir im Kinosessel saß. Mit diesem Gedanken entstand die Arbeit Durchblättern von Ming Tong San. Es entstand eine Reihe von Polstern zum Lehnen, Sitzen und Klettern. Durch die Faltungen ermöglichen die Polster, sich jeweils neue, saubere Schichten auf- und umzublättern, um so den unterschiedlichen hygienischen Bedürfnissen der BesucherInnen im öffentlichen Raum entgegenzukommen. Durch dieses spielerische, interaktive Element wird auch die besondere Haptik und Textur des Vlieses betont und die Polster werden schrittweise in ihrer Gestalt verändert. Es entstanden drei Objekte als Prototypen für eine größer gedachte Installation in öffentlichen Räumen. Innerhalb des Workshops entstanden noch weitere Arbeiten, die sich ähnlich wie die genannten Beispiele mit der Oberfläche und den Eigenschaften der unterschiedlichen Vliese auseinandergesetzt haben. Ich bin sowieso fest davon überzeugt, dass sich diese Hybridformate zwischen Art and Technology oder Art and Industry viel mehr auch in Kunstuniversitäten verankern werden in der Zukunft. Und ich freue mich auf viele weitere Formate, die ähnlich wie die Funkenakademie über den Club Solitär eben diese Synergien schaffen und vor allen Dingen auch möglich machen.